Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar geht es heute um ein Produkt, was es auf jeden Fall zu besprechen gilt, weil hier haben wir das WPI 90, ein sehr hochwertiges Proteinpulver als Molkeprotein-Isolat und das Ganze eben auch sehr gut für die Umwelt, nämlich 100% Papier, 100% plastikfrei. Das heißt, hier haben wir denselben Inhalt wie in der 1000 Gramm Dose. Habe ich ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Das Ganze bloß besser für die Umwelt und auch besser für deinen Geldbeutel. Schauen wir uns erstmal den Inhalt an, bevor wir zur Verpackung kommen. Der Name sagt es ja schon so ein bisschen. WPI 90 bedeutet Molkeprotein-Isolat 90%, also Whey-Protein-Isolat 90% im Rohstoffgehalt. Das heißt, wenn du dich für eine Geschmacksrichtung mit Aroma entscheidest, zum Beispiel schokoladige Geschmacksrichtung, hier ebenfalls Stracciatella mit Kakaogehalt oder eben beispielsweise auch Vanillegeschmack, also mit Vanillearoma, hast du letztendlich wenige Prozentpunkte mehr Eiweißgehalt. Hier sind es letztendlich 85,5 Gramm, das Ganze von Geschmacksrichtung zu Geschmacksrichtung mit minimalen Schwankungen, dennoch sehr geringer Fettgehalt und sehr geringer Gehalt an Kohlenhydraten, an Zucker. Und genau da liegt ein Vorteil, das heißt, du hast Top-Nährwerte, du hast wenig Laktose, wenig Milchzucker, damit eben auch sehr gut verdaulich für die allermeisten Sportler. Natürlich nicht vegan, weil es geht hier um einen Molkeprotein-Isolat, also das heißt, wir sprechen über ein Milcherzeugnis, damit eben nicht vegan, aber ganz klar, hier hast du ein absolut hochwertiges Eiweiß und ich muss ganz klar sagen, wenn du den geschmacklichen Unterschied verkraften kannst zwischen Molkeprotein-Konzentrat und Isolat, dann bist du mit dem Isolat also nicht nur in der Wettkampfsaison, sondern auch grundsätzlich von der Bekömmlichkeit her noch ein bisschen besser unterwegs. Bei der Zubereitung empfehle ich dir Wasser, ansonsten verstehe ich das immer nicht so ganz, wie man sich ein Molkeprotein-Isolat bestellen kann, um das dann wiederum mit Milch zuzubereiten. Also ich meine, in der Massephase, klar, kann man machen, aber da kann man sich auch für 2-3 Euro weniger dann das Molkeprotein-Konzentrat, das WPC 80 kaufen und nicht das WPI 90. Also das ist dann letztendlich deine Entscheidung. Grundsätzlich schmeckt beides gut, Löslichkeit top und vor allen Dingen sehr natürlicher Look, hier wohl bemerkt, ohne Zusatz von Farbstoffen. Die Nährwerte absolut top, ansonsten die Zutatenliste so kurz wie möglich, nur das Notwendige drinne von Geschmacksrichtung zu Geschmacksrichtung. Leichte Unterschiede einfach nochmal bei uns auf der Muskelmachershop.de Webseite nachlesen. Hier beispielsweise im Geschmack Stracciatella hast du Molkeprotein-Isolat, dann hast du Schokosplitter, was man natürlich auch erwartet, wenn man eben den Geschmack Stracciatella bestellt. Ein sehr gutes Aroma und als Emulgator Sonnenblumen-Lecithin, damit eben auch die deutlich hochwertigere Wahl im Vergleich zum Soja-Lecithin, also eben auch sojafrei. Das Ganze als Süßungsmittel, natürliche Sucralose, die ist bekanntlich mit dem Zucker verwandt, wird bloß nicht so aufgenommen, damit eben einen sehr hochwertigen und natürlich schmeckenden Süßstoff verwendet. Also grundsätzlich eine absolute Bestellempfehlung, es sei denn, du bist Veganer, dann bist du sowieso raus bei diesem Produkt hier. Da sage ich ganz klar, preiswert, gut für die Umwelt, made in Germany, hochwertig für den Muskelaufbau, sehr gut bekömmlich, natürlich im Geschmack, gute Löslichkeit. Das sind die Vorteile. Wenn du jetzt noch Zweifel hast, lies dir einfach nochmal die Artikelbeschreibung durch im Muskelmachershop.de, direkt unter diesem Video verlinkt. Ansonsten natürlich auch gerne erreichbar an kundenservice@muskelmacher-shop.de oder bei Fragen ab in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, dein Simon.